Willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir sind wieder da. Heute ist der 25. Donnerstag. Donnerstag, der 25. Warum auch immer. Und ich will zu Robin. Aber wenn man noch Zeit und Platz und so. Die macht ja erst um 9 auf. Deswegen suchen wir als erstes mal Goose. Dann haben wir das. Man kann nämlich, glaube ich, einmal pro Tag die Katze streicheln und das ist ganz wichtig, damit die nett zu einem ist. Konrad, kannst du jetzt mal bald hier die Steine wegräumen? Unglaublich. Total verwahrlost, unser Hof. Konrad holt bestimmt heute die tolle Spitzhacke ab. Damit wir mal hier die Steine, diese großen Steine aus dem Weg räumen können. Wo ist Goose? Da ist Goose. Wenn jemand Goose finden will, er ist vor der Pilzhöhle. Haben wir jetzt noch eine hochwertige Pastinake geerntet? Was ist mit meiner Stimme los? Ist Pilze aufheben eigentlich sammeln? Also skillt das das Sammeln? Ja. Cool, ich habe gerade die Pilze alle aufgehoben. Aber ich bin ja auch der Sammler. Na, haben wir noch eine gute Pastinake? Ja, ich pack mal eine zu den anderen. Sehr cool, danke. Und gib die dann mal ab. Entschuldigung, Efi. Ist okay. da hinten ist auch noch eine. Dann gehen wir nochmal schnell das tägliche Hartholz hacken. Oh, hier sind Bäume. Nice. Die werden auch gleich umgesäbelt. Noch Hartholz sein und ein fertiger Baum. Sehr schön. So, jetzt gehe ich zu Robin. Konrad, bist du gleich bereit? Oder ist jemand gleich bereit, mir zu zeigen, wo ich den Stuff hinbauen soll? Ja. Gut. Kotzfischbündel. Ah, hier wächst ein neuer Baum. Sehr schön. Die wachsen also automatisch nach, die Bäume. Muss man nicht selber anpflanzen. Hey, es geht los. Ich würde gerne Hofgebäude errichten. Und zwar zunächst ein Silo. 5 Kupferbarren, 100 Steine, 10 Lehm und 100 Gold. Bauen. So, Konrad, wo bist du denn? Du bist bestimmt da. Stell dich mal hin, wo das hin soll. Wir folgen ihm. Er bewegt sich noch. Jetzt steht er da. Ach so, ja, okay, alles klar. Zack! So, hab's hingestellt. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Silo zu arbeiten. Kann ich jetzt trotzdem noch ein zweites in Auftrag geben? Nee. Nein. Das ist ja schade. Ich habe den Leuten ja Hühnerstall versprochen, ne? Ich meinte Silo. Ihr könnt euch das doch... Also, Entschuldigung. Ich meinte natürlich Silo. Wisst ihr schon, ne? Wie ist das eigentlich... ich habe mal eine Frage zum Hartholz, ne? Weil das echt wertvoll ist. Da würde ich 644 Gold für kriegen, wenn ich das jetzt Robin gebe. Was? Für mein Hartholz. Soll ich davon ein bisschen was verkaufen? Oder behalten wir alles davon? Also ich könnte das Hartholz gerade gut gebrauchen, wenn du das mal... Ich hab's jetzt schon gebraucht. Bring ich dir das mal. Ach! Abigail hat uns belauscht. Brauchst du das jetzt sofort oder reicht das, wenn ich das heute Abend in die Kiste schmeiße? Da kannst du auch in die Kiste schmeißen. Okay. Aber wahrscheinlich bist du es morgen besonders gut. Guck ich mal, ob ich noch... Wir noch ein bisschen reifen lassen. Hehehe. Guck ich mal, ob ich noch den einen oder anderen Baum finde, der umgeholzt werden kann. Oder vielleicht... Nee. Ach, schade. Ich dachte, wir haben vielleicht irgendwas, was wir Linus schenken können, aber wir haben nur...
Stuff, den er bestimmt nicht mögen würde. Ich weiß gar nicht, könnt ihr jetzt alle eigentlich auch beim Gemeinschaftszentrum noch die Belohnungen nachher abholen? Also ich habe jetzt so einen kleinen Magnetring bekommen, weil ich noch ein Bündel vollständig hatte. Ich guck mal nach, ob ich das kann. Ja. Aufklärungsarbeit. Evi hat ein verlorenes Buch gefunden. Schon seit 6 Monaten überfällig bei der Bibliothek. Bitte? Schon mal in einem gelesen? In der Bücherei? Nee. Wo ist denn die Bücherei? Im Museum. Im Museum ist auch noch die Bücherei. Ich dachte, ja, da tut man nur Steine hinlegen. Also gut. Du musst in den Heizraum gehen. Nach rechts. Nach rechts hier? Nee, das ist das schwarze Brett. Rechts da unten. Genau. Und dann? Auf dieses Teil, was da blinkt. Nee. Aber es fehlt auch noch das Bündel Geologe. Achso, nee, man kriegt ja dafür diese Einzeldinger, ne? Das ist ja auch doof. Kriegen wir wohl nur einmal die Belohnung. Ja. Dann ist das hoffentlich nichts ultra-specialiges. Neuer Erfolg, Fundgrube! Das ist bestimmt gut, ne? Also ich soll in einem Buch lesen, sagst du, Evi? Kannst du mal machen. Ich werde in einem Buch lesen, Leute. Heute ist Bildungstag. Ich glaube, hier bin ich falsch. Von der Brücke aus habe ich damals auch immer gern geangelt. Evi flirtet mit Sam. Du musst nicht immer petzen. So, wie lese ich in einem Buch? Ist das ein Buch? Das ist ein Buch von Mani. Tiere sind sehr empfindlich. Sie mögen es, jeden Tag gestreichelt zu werden und mögen das Gras draußen mehr als das trockene Heu. Sie mögen es aber nicht, im Regen zu stehen. Glückliche Tiere produzieren höherwertige Erzeugnisse. Aha. Also draußen Gras besser als drinnen Heu. Ah, außer wenn es regnet. Das ist wichtig für Konrad, denn der wollte die Hühner ja einzäunen. Tipps zum Landleben. Nutze Dünger, um die Qualität zu verbessern, die Arbeitslast zu verringern oder das Wachstum zu beschleunigen. Obstbäume brauchen eine volle Jahreszeit zum Wachsen, benötigen aber kaum Pflege. Sorge dafür, dass das Gebiet rund um die Saat nicht verstellt ist. Sonst wachsen sie eventuell nicht richtig. Pflanzen vergehen nach Ende einer Jahreszeit, außer sie wachsen in mehreren Jahreszeiten, zum Beispiel Mais. Einige Pflanzen wie Grünkohl und Weizen müssen mit einer Sense geerntet werden. Das waren jetzt die Sachen, die ich lesen sollte, oder? Mehr ist hier, glaube ich, nicht. Guck mal, was hier? Hier sind die Sachen, die wir gespendet haben. Alter, der Kamin kann bestimmt aus. Ganz im Museum. Über die Kamine aus? Nee, es geht leider hier nicht. Es geht nur bei uns auf dem Hof. Hast du denn neue Belohnungen für uns, Gunther? Vielleicht einen alten rostigen Schlüssel oder so. Sammler Vogelscheuche. Ist die trotzdem gut auch für Vögel wegscheuchen? Ja klar. Wie mache ich mit? Nehme ich mal mit. Damit ist das Inventar voll. Konrad hat sich ins Bett gelegt. 18.30 Uhr. Heute aber früh. Irgendwer angelt. Ich höre es genau. Ah, ich soll ja nicht immer petzen. Entschuldigung. Sven, die Reusen sind voll. Einige. Ja. In der Mine ist auf jeden Fall Kacke zu angeln. Da fange ich nichts. Ja, da fängt man oft nur Müll, glaube ich, war das, ne? Ja.
Ja. Aber irgendwann brauchen wir, glaube ich, auch die Minenfische mal. Nice, hier sind ein paar Bäume. Das ist auch gemein, dass wir irgendwo im Dorf rumlaufen und einfach die Bäume umholzen. Ich nehme das mal mit. Danke. Also Robin sagt am Anfang, dass man da gerne Bäume fällen darf. Ah, okay. Das geht ja auch gar nicht überall. Na gut. So. Boah, nice, hier ist richtig, richtig viel Holz zu holen. Wir werden nie wieder Holzprobleme haben, weil wir so einen fleißigen Holzsammler haben in unserem Team. Sowieso, sehr schönes Team, was wir hier haben. Alle erledigen ihre Aufgaben immer ganz toll. Eine Durchsage an alle, es ist 22 Uhr. Ah, wir brauchen auch noch Fische fürs Gemeinschaftszentrum. Nämlich, Gotteslachs, Blaubarsch und Tigerforelle. Irgendwelche, welche sind denn davon Frühlingsfische? Weiß gar nicht. Wo gibt's sie denn? Sind Flussfische. Also Blaubarsch gibt es, glaube ich, immer nur, wenn es regnet. Nice, ich habe hier alles weggeholzt. Hä, wo bin ich hier eigentlich? Mito hat sich ins Bett gekuschelt. Ich bin auch auf dem Rückweg, ich hoffe, ich schaffe das. Der Weg zur Farm. Wo bin ich? Kann ich dann aber morgen den Hühnerstall kaufen? Oh, du bist aber nee, erst wenn sie fertig ist mit Bauern. Ja, wie lange braucht ihr denn für so ein olles Silo? Das wird ja nicht so lange dauern. Schnell ins Bett. Katze ist im Bett. Ah, man kann trotzdem rein. Puh, Alex haut sich ein hin. Glück. Super, heute haben wir ultra viel Holz geholt. Wir haben ein Silo in Auftrag gegeben, das bestimmt bald fertig sein wird. Und tatsächlich mal wieder über 1500 Gold verdient. Sehr, sehr, sehr schön. Morgen geht's weiter. Ich kann aber nicht den Hühnerstall bauen. Ich finde bestimmt was anderes, was ich machen kann. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.